diesjährigen Demokratietagen beschäftigen Sie sich, geschätzte Anwesende, mit der Frage der politischen Rechte von Ausländerinnen und Ausländern. Auch Ausländerinnen und Ausländer erfüllen verschiedenste Pflichten, während sie auf nationaler Ebene und in den meisten Kantonen und Gemeinden nicht mitbestimmen können. Bedenkt man, dass die Schweiz eine restriktive Einbürgerungspolitik betreibt, stellt sich die zentrale Frage, macht es bei einem hohen Ausländeranteil und gleichzeitig einer restriktiven Einbürgerungspolitik Sinn, das Wahl- und Stimmrecht an die Staatsbürgerschaft zu binden? Diese Frage ist sicher auch Gegenstand der folgenden Podiumsdiskussion. Und dabei sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass politische Partizipation auch Integration bedeuten kann. Ein Citoyen muss also geformt werden. Doch wir gehen davon aus, dass Ausländerinnen und Ausländer sich aus allen politischen Geschäften heraushalten, um sich dann nach 10 oder 12 Jahren einbürgern zu lassen und ab dann die Rolle des engagierten Bürgers spielen. Offensichtlich herrscht die Auffassung, das Engagement würde bei der Übergabe des Roten Passes vom Himmel fallen wie die Gesetzestafeln bei Moses. Doch die Vorstellung, dass man sich ein Jahrzehnt lang abstinent verhalten kann und soll, um danach voller Begeisterung politisch zu partizipieren, ist naiv. Das Engagement muss reifen wie ein guter Schweizer Käse. Eine unmittelbare und vollständige Gleichstellung aller Bewohnerinnen und Bewohner hat politisch keine Chancen, wie verschiedene Abstimmungen immer wieder gezeigt haben. Dürfte aber vielleicht auch gar nicht sinnvoll sein, da neu ankommende und nur zeitlich begrenzt hier lebende Menschen weder das gleiche Interesse an der lokalen Gemeinschaft haben, noch die gleiche Verantwortung tragen müssen. Sinnvoll wäre also eine Abstufung, so dass die Menschen nach einem bestimmten Zeitraum bei lokalen Belangen, in die man sich in der Regel am schnellsten einlebt, mitbestimmen können, in einem weiteren Schritt bei kantonalen und in einem dritten bei nationalen. Spielt für mich keine Rolle, woher die Menschen in einem Parlament kommen. Wir diskutieren über politische Geschäfte. Jeder hat seinen Hintergrund und von daher spielt es für mich keine Rolle, ob mit Migrationshintergrund oder nicht. Es sind alles Schweizer Staatsbürger. Genauso wie die Schweizer Demokratie für Männer unvollständig war, als die Frauen noch nicht mitbestimmen dürften, ist sie doch heute für mich als Schweizer auch unvollständig. Wenn die Leute, mit denen ich in die Primarschule gegangen bin, mit denen ich Fußball gespielt habe, mit denen ich Bier trinke an der Bar, nicht mitbestimmen dürfen, weil sie dummer oder glücklicherweise mit einem anderen Pass geboren sind. Mich beleidigt das irgendwo, muss ich Ihnen ehrlich sagen, als Schweizer, dass wir diese Diskriminierung machen. Ich verstehe das nicht. Ich muss Ihnen sagen, ich bin sehr dankbar für die Ausländerinnen und Ausländer, die wir in den vergangenen Jahrzehnten in der Schweiz hatten. Du hast es gesagt, Cedric, der Gotthardtunnel wäre ohne Ausländer nicht gebaut worden. Das sehe ich auch. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, Menschen, die 30, 40 Jahre in unserem Land leben, sich ordentlich verhalten haben, ihrer Tätigkeit nachgegangen sind, ihre Kinder in unserem Land großgezogen haben, das Kommunalwahlrecht nicht zu geben. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir in Baden-Württemberg jetzt auch noch Wahlrecht für 16-Jährige eingeführt haben auf kommunaler Ebene. Da fällt es mir schwer, einem 60-jährigen Türke zu sagen, er darf hier nicht wählen, auch wenn er hier eine große Lebensleistung vollbracht hat, aber ein 16-Jähriger, der nicht mal einen Schulabschluss hat, darf zu unterschreiten. Wie gesagt, der große Teil dieser Ausländer ist integriert, zahlt Steuern, ist Teil von der Öffentlichkeit. Und da sollen sie mitbestimmen können. Das betrifft sie unmittelbar und das betrifft uns, und das sage ich ganz bewusst, gemeinsam. Dann sollen wir auch gemeinsam entscheiden können. Ich überlasse den Schluss auch Ihnen, aber ich glaube, es gibt Argumente dafür, die wir gehört haben. Es gibt Skepsis, die wir auch gehört haben. Es gibt eine Unentschiedenheit, die wir gerne mitnehmen und hoffen, dass sie auf die richtige Seite kippt. Und damit möchte ich schließen und Ihnen ganz herzlich danken. Thank you.